Hallo zusammen, Produktvorstellung, und zwar die Rollei Candela Lampen. Es gibt 4 Stück aktuell in 60 Watt, 100 Watt, 220 ist die und 330, die leuchtet mich jetzt an, die 330er in der 90er Softbox, und die habe ich auf 22% Leistung. Also ich habe nicht 330 Watt, sondern nur einen Bruchteil davon. Ich könnte die fast 5-mal so hell machen, wenn ich wollte. Jetzt ist hier so ein bisschen gemütliches Studiolicht, aber es sind schon ein paar Lampen an. Draußen kommt die Sonne rein, also es ist nicht super dunkel hier. Wenn du im Studio bist, willst Ganzkörper machen, dann brauchst du natürlich nicht 20%, dann ist 300 Watt plötzlich ein bisschen interessanter. In diesem Video sage ich dir so ein bisschen, welche Lampe sollst du kaufen davon, warum sollst du die kaufen, was ist das Besondere daran und was habe ich damit schon alles gemacht. Das ist nämlich eine ganze Menge, weil ich habe es euch nicht gesagt bislang. Ich habe die schon ziemlich lange im Einsatz. Ich habe die schon ein halbes Jahr als Prototypen im Einsatz und habe zum Beispiel das Canon R8 Video, wenn du das geschaut hast, das habe ich damit gedreht. Also die Lampe, die mich beleuchtet, ist der Prototyp. Das war die 60 Watt Lampe. Dann habe ich auch damit schon mehrfach fotografiert. Und bei dem Alpentrip-Video, da hatten wir die dabei und da haben wir die Tinder-Fotos, hat der Matthias damit gemacht. Und ich habe das für das Selfie genutzt. Also da hatten wir die Lampe dabei mit der Softbox 60er, ich glaube 60er Softbox, und haben die mehrfach benutzt. Ja. Wenn du die Alpen-Videos noch nicht geschaut hast, gleich nachholen. Nach diesem Video. So, also was ist das Besondere an den Lampen? Weil Lampen gibt's ja einen Haufen. Ich habe jetzt hier die 220er in der Hand, die 220er und die 330er, das sind eigentlich Studiolampen, die kann man aber auch mit Batterie betreiben. Die beiden kleinen sind kleine Lampen für den mobilen Einsatz, die kann man mit Strom betreiben, idealerweise aber mit Batterie. Ich glaube, man sieht es ja hier so ein bisschen, die ist winzig klein. Das ist jetzt die 100er, also die mittelgroße, die 60er ist noch kleiner. Ich kann es sagen, die 60er, die wiegt glaube ich nur 1 Pfund oder so. Die 60er wiegt 550 Gramm und jetzt hier die 100er, die wiegt 800 Gramm und ist also jetzt wirklich nicht gerade, ne? Also die ist so groß wie meine Hand. Mit Strom oder in diesem Fall mit Batterie. Und zwar ist das, falls du das nicht kennst, das ist eine V-Mount-Batterie. Das sind Standardbatterien aus dem Videobereich. Gibt es in schwarz und weiß. So ein V-Mount-Akku, der hier zum Beispiel hat 99 Watt. Die sind im Videobereich für Lampen total verbreitet. Also wenn du Filmer bist, hast du wahrscheinlich schon welche davon und sonst kann man die kaufen. Das ist im Grunde eine Powerbank, USB-C und USB-Ausgang, sodass du also da auch deine Kamera beladen könntest, USB-C raus, ganz normal. Oder halt eben die Lampe. Die beiden kleinen Lampen haben USB-C-Eingang, nur USB-C-Eingang. Das heißt, du kannst ein USB-Kabel da reinstecken und gut ist. Wenn du schon eine Powerbank hast, kannst du die anschließen. Aber vorsichtig, wenn du die 100er Lampe hast und deine Powerbank liefert nur 50 Watt, dann hast du natürlich nicht 100 Watt Lampe, weil die Powerbank nicht genug liefert, dann musst du halt runterdimmen. Ja, klar, liegt in der Natur der Sache. Das heißt, wenn du dir eine Powerbank kaufst, künftig achte drauf, wie viel Ausgangsleistung die hat, weil plötzlich wird das interessant für sowas. So, man sieht es ja super klein und die haben Bowens-Anschluss. Das ist Standard heutzutage, der Bowens-Anschluss. Wenn du noch keine Lampen hast, kauf welche mit Bowens-Anschluss, weil da gibt es die meisten Softboxen für. Zeige ich. Das ist eine 45er. Das sind hier einfach 3 Nippel dran, die man da reinsteckt und festrastet. Also super einfacher Mechanismus, auch robust. Habe ich seit vielen Jahren im Einsatz. Das ist jetzt eine neue 45er von Rollei. Vielleicht so nebenbei. Ich zeige mal. Die gibt es mit Grid natürlich. Das ist die Box dafür. Die winzige Lampe und dann die winzige Softbox. Das ist mobiles Gepäck, oder? Wenn du nicht weißt, was du nehmen sollst in Softbox, ganz kurz. Das ist der 60er. 60er Deep Octa. Man sieht es, die ist sehr viel größer. Ist aber toll für Porträts. Porträts oder halt Headshots, also egal ob Foto oder Video, ist ja egal. Eine 60er, sehr gute Größe. Mich filmt jetzt eine 90er. Die 90er ist besser, weil sie halt noch ein bisschen diffuser ist. Das heißt, je größer die Softbox, desto weicher das Licht, beziehungsweise desto weiter weg kann ich sie bringen. Das hat den Nachteil, ich brauche mehr Power, weil ich weiter weg. Aber ich habe halt ein sehr schön gleichmäßiges Licht. Ich will ja jetzt hier nicht ein super hartes Kontrastlicht haben mit wie da schwarz und da weiß oder so, sondern ich will ja hier so einen weichen Verlauf haben. Ich will ja wie 40 aussehen. Deswegen 90er Softbox, das ist meine Nummer 1 Empfehlung. Wenn du nur eine Softbox kaufst und flexibel sein willst, eine 90er. Wenn du nur Headshots machst, 60er. Wenn du alles mögliche machen willst, die 90er. Wenn du vor allem Ganzkörper machen willst, eine 120er. Im Zweifelsfall nimmst du 2 oder 3, weil machst du früher oder später sowieso. Das ist das Problem. So, Exkurs Softboxen. Also Bowens-Anschluss. Dann die Akkus, die kann man anders, das ist eigentlich ganz pfiffig gemacht. Ich habe hier so eine Metallschiene dran und da gibt es dann so einen kleinen Adapter optional dazu. Und den kann ich da ranmachen und dann kann ich entweder die V-Mount-Akkus ranmachen oder, auch sehr pfiffig, weil das haben viele Filmer schon,
die NPF-Akkus. Davon gibt es, die gibt es in verschiedenen Größen und so weiter. Und jeder Film hat davon einen Koffer voll, weil man die für alles Mögliche braucht. Und da kann ich 2 davon ranmachen und habe jetzt hier einen USB-C-Ausgang. Das heißt, damit könnte ich auch meine Kamera laden, USB-C. Ist eine Powerbank im Grunde. Einschließlich, das noch nützlich, hier Anzeige, wie voll die Akkus sind. Und dann kann ich statt dem Ding das daran machen und dann halt eben mit dem Ausgangskabel der USB-C wieder da rein. So, das gibt's beides. Alternativ bei den großen Lampen, da ist kein USB-C-Eingang, weil das zu viel Watt hat dann. Da gibt's halt die Anschlüsse, das sind auch Standardanschlüsse aus dem Videobereich. Und dann kann ich halt eben das an den V-Mount-Akku packen. Auch da musst du gucken, wenn der Akku nur 100 Watt liefert, dann hat deine Lampe natürlich nicht plötzlich 300 Watt. Ne? Je nachdem, welchen Akku du hast, musst du natürlich genug Power haben. Aber man kann die halt auch mal, das sind wirklich Studiolampen, man kann die halt auch mal mobil nutzen. Du musst dir nicht 2 kaufen, sondern nimmst die halt mobil und machst den halt. Dann hat sie ja nur 100 Watt, wenn du nicht die großen Akkus hast oder so. Das geht ja alles. So, das ein bisschen dazu. Dann, also diese Schiene ist super nützlich. Man kann die tatsächlich auch zusammendocken. Wenn du sagst, du hast eine 100er und noch eine 100er und willst sie zusammendocken, willst 200 Watt haben, könntest du sie aneinander docken, statt auf 2 Stative zu stellen, in eine große Softbox stellen. Also so einen Reflektorschirm oder einen Durchlichtschirm, sehr großen, oder irgendwo an die Wand ballern oder sowas. So, wüsste ich jetzt nicht wofür, aber man könnte halt, warum nicht. Auch die haben diese Aufnahmeschienen dann halt eben andersrum. So. Dann vielleicht noch ein paar Besonderheiten. Die sind alle, haben alle Weißabgleich. Würde ich nie wieder ohne nehmen bei Videolampen. Bedienung ist sehr, sehr einfach. Ich habe 2 Drehregler. Auch da habe ich 2 Drehregler, um halt eben Weißabgleich und Temperatur, also Farbtemperatur und Helligkeit einzustellen. Es gibt eine App, mit der kann man dann natürlich auch noch ein paar Effekte und so weiter einstellen. Das kann ein Thema sein, weil ich habe es jetzt mal im Aufbau gemerkt. Ich sitze hier, gucke aufs Display, Helligkeit passt, passt nicht. Da muss ich aufstehen, um die Lampe rumgehen, um alles rumgehen und dann halt ein bisschen drehen und dann setze ich mich wieder hin, ja, ob ich alleine bin. Und wenn ich die App nehme, dann kann ich natürlich sagen, okay, zu hell, dunkler, dunkler, heller, dunkler, heller. Ja, also gerade für einen Mannbuden ist so eine App natürlich total nützlich. Und du kannst dann halt auch eben die Helligkeiten merken und sofort wieder einstellen, wenn du on location bist. Bist mehrfach am selben Set, willst das gleiche Setup aufbauen, alles soll gleich sein. Dann ist es natürlich praktisch, wenn du alle Werte mal einmal, gerade wenn du mehrere Lampen hast, dann einmal einstellst und gut ist. So. Metall das Ganze, auch der Arm, der Griff ist aus Metall, Gehäuse ist Metall, gibt Wärme dann gut ab. So, noch ein paar Besonderheiten, vielleicht die Größe habe ich noch nicht gesagt von den großen, die 220er zum Beispiel, die wiegt 1,6 Kilo, während die kleine wiegt 500 Gramm. Ne? Also klar, Mobilität geht irgendwann flöten, wenn du eine riesige Lampe haben willst, dann brauchst du, ne? Also das, die LED ist ja auch ein klein bisschen größer hier. Nicht nur das Gehäuse, sondern der Lüfter, LED, Abwärme und so weiter. Das ist ein bisschen, und die große Lampe, die wiegt dann 2,07 Kilo. Aber das ist immer noch wenig. Also die Lampen sind nicht riesig und die sehen, sieht man das ein bisschen? Die sehen auch echt schick aus übrigens. Ist ja auch so ein Thema, ne? Also, wenn ich so an die ersten Lampen denke damals so irgendwie, als das so aufkam mit so mobilen LED-Lampen. Ich habe noch ohne LED angefangen, vor 10 Jahren, weil die LED viel zu teuer war, konnte sich ja keine leisten. Das ist schon echt gut geworden. Also Verarbeitung gut, Leistung gut, Wärme, Lüfter und so weiter, etc. Sind alle leise, ich sag's nochmal, da laufen 2 Lüfter. Da fuhr gerade ein Auto vorbei, das ist lauter als die Lüfter, das ist direkt neben meinem Ohr, deswegen höre ich es ein ganz bisschen, die da höre ich nicht. Also, das ist wirklich leise für die Filmer. So, dann V-Mount-Adapter habe ich alles schon gesagt. Das ist ein bisschen der Überblick. Was kann man damit jetzt machen, beziehungsweise welche solltest du dir kaufen, wenn du eine kaufen möchtest? So, wie immer, es hängt natürlich, es gibt eine Daseinsberechtigung für die 60-Watt-Lampe, weil die so klein ist. Und wenn du sagst, du willst super mobil sein oder du willst mehrere Lampen haben, dann reicht natürlich eventuell auch eine 60er. Ich würde so eine 100er nehmen. Ich habe eine 100er, ich habe die 60er jetzt im Einsatz gehabt und die hat immer gereicht, aber ich habe sie oft auf 100% gehabt. Die 100er würde ich wahrscheinlich nie auf 100% benutzen, aber man hat so diese, man weiß, man hat ein bisschen Reserve, ne? Wenn ich drinnen damit filme, wenn ich draußen filme, dann ist natürlich mehr Leistung ist immer gut. Mehr Leistung gibt dir mehr Möglichkeiten. Selbst wenn du sie nicht brauchst, aber du hast mehr Möglichkeiten. Deswegen meine Empfehlung wäre, wenn du ein bisschen mobil sein willst, die 100er zu nehmen, mal damit anzufangen. Gerade wenn du ein mobiles Video-Setup haben willst für Interviews, dann willst du 2 oder 3 Lampen haben. Dann reicht vielleicht eine 100er von vorne und ein 60er von hinten oder sowas. Aber die 100er wäre die erste, die ich kaufe. Wenn du sagst, du willst wie ich hier Video im Studio drinne und so, willst du auch so ein YouTube-Studio bauen oder sowas, dann würde ich eine von den Studiolampen nehmen, dafür sind die da. Und dann die 220er, weil die 330er brauchst du für so Headshots, brauchst du die nicht. Also ich habe es gesagt, ich bin auf, was habe ich gesagt, 22% oder so. Also ich brauche nicht 330 Watt.
Wenn du sagst, du hast ein Video, ein Fotostudio, wo du tatsächlich fotografieren möchtest mit Videolampen, das kann man ja machen, das mache ich auch immer mehr, dass ich mir gar nicht die Mühe, weil Blitze haben den Vorteil, sie frieren ein, das Blitzlicht sorgt dafür, dass das Bild super knackig scharf ist, immer, weil Licht ist super kurz da, diesen Effekt hast du mit Videolampen halt nicht. Aber mit einer Videolampe ist natürlich alles einfacher. Ich sehe das Setup mit dem bloßen Auge. Ich muss nicht ausprobieren, Testbilder machen und so weiter, sondern ich sehe das Ganze. Guck durch die Kamera, ich sehe das fertige Bild. Das heißt, das Fotografieren ist viel entspannter, viel einfacher, schöne Porträts zu machen. Deswegen nutze ich immer öfter Videolampen zum Fotografieren, auch tatsächlich schon lange. Und die Studioblitze nur noch, wenn ich wirklich Studioblitz brauche und einen Grund gibt, dass ich einen Blitz brauche und nicht eine Lampe. Also wenn du sowas machen willst, dann würde ich die 330er, wenn du nur eine nimmst, 330er, wenn du mehrere nimmst, dann kannst du die mixen. Eine 220er für ein Rimlight reichen natürlich auch 200 Watt, aber ein Hauptlicht mit 300 Watt ist schon, gibt dir mehr Puffer. Weil Ganzkörper, eine große Softbox, vielleicht noch ein Grid davor, ein bisschen Entfernung und dann vielleicht noch ein bisschen Umgebungslicht, das du übertünchen willst, das ist immer das Problem. Ich kann es hier nicht ganz dunkel machen. Wenn ich hier super präzise Licht setzen will, dann muss ich fast nachts kommen, damit es richtig dunkel ist. Ich habe so schwarze Vorhänge, aber ein bisschen Licht kommt halt auch immer noch überall rein. Und dann brauche ich helle Lampen, weil dann ist das Umgebungslicht egal. Oder ich muss halt nachts kommen. So ein bisschen das. Also, was sollst du kaufen? Eine 100er, damit würde ich anfangen. Und dann siehst du ja, okay, ich brauche 2, 3 noch und die 100 Watt reichen dir oder die reichen eben nicht. Aber hier für Studio, wenn jetzt ein Haus brennt ab, ich würde eine neue Lampe kaufen. Für Studio hier würde ich die 220er nehmen. Und für so mobile Fotosachen die 100er, weil die 60er ist zwar noch kleiner, leichter, aber nicht so viel kleiner, leichter, ganz ehrlich. Also, spielt ja keine Rolle. Ich würde sie ja so oder so nicht mit aufs Fahrrad nehmen. Dann spielt es nicht so eine Riesenrolle, ne? Und die ist klein und leicht genug, um dieses einhändig rumlaufen und fotografieren oder filmen. Gerade fotografieren habe ich schon öfter gemacht jetzt inzwischen. Kleine Softbox drauf, Kamera in die Hand, fotografieren. Das Licht ist genau da, wo du es haben willst. Und dadurch auch sehr nahe, weil ich kann dir das so ins Gesicht halten im Grunde. Und du bist gleichmäßig beleuchtet, obwohl ich eine kleine Softbox habe. Ich bin mir sicher, der ein oder andere nickt gerade weise und sagt, will ich haben. Verstehe ich. Das Problem kenne ich. Das Problem hatte ich schon mal. Und wenn nicht, dann willst du es vielleicht haben, weil es macht Spaß. Macht tatsächlich auch Spaß. So. Kann man übrigens auch mit der Familie machen, so nebenbei. Tatsächlich, weil das ist immer das Problem. Das Kind sitzt immer da und spielt da, wo kein Licht ist, ne? Oder mit dem Rücken zum Licht und so weiter. Da kann ich, mein Kind ist ja dran gewöhnt. Inzwischen kommt sie selbst immer mal öfter und sagt irgendwie, Papa, kannst du mich fotografieren? Weil sie das Gefühl hat, es sieht gerade gut aus. Sieht es dann meistens nicht, aber meistens nicht wegen Licht. Und dann kann ich halt mal schnell kommen und sagen, okay, ich halte dir mal 28 mm ins Gesicht. Und eine Softbox. So, ich hoffe, das war interessant und hilfreich. Schau es dir sonst mal an. Das ist teilweise also optionales Zubehör. Ich verlinke die entsprechende Produktseite. In diesem Sinne, bleib gesund, viel Spaß beim Filmen und Fotografieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.